Ich sage Ihnen noch mal ganz kurz, wobei es bei Mevo geht, dem Startup, was dann gegründet wurde. Das gibt es seit 2018. Und dort können Kunden online orthopädische Schuheinlagen bestellen. Und das klingt vielleicht für uns alle jetzt total normal. Wir bestellen ja ständig alles im Internet. Aber das Besondere da ist, dass die Idee ist, dass womöglich Kunden auf Rezept das auch tun können. Und das ist bei Mevo eine Zeit lang schon so gewesen. Die Patienten der Barmer durften ihre Rezepte einreichen und bekamen zur Eigenvermessung Unterlagen nach Hause, ja, und mussten nicht ins Geschäft gehen und, das, ne, und durften dann später auch noch die Schuhe abholen. Also ein Orthopädietechniker hat das alles gut überwacht, alles digital geregelt. Aber für die Branche war das der absolute Tabubruch. Das geht nicht im Branchenverständnis, aus guten oder schlechten Gründen. Und das sorgte dafür, dass es einen Stopp gegeben hat, dieser Technik. Das Ganze ist gerade ausgesetzt und die beiden arbeiten kräftig daran, dass es weitergehen kann. Und jetzt gehen wir mal auf die Reise von Anfang an. Ich habe vor 10 Jahren eben gedacht, die Branche ist so traditionell, die muss doch filialisierbar, skalierbar sein. Und habe eben festgestellt, dass das nicht geht, weil die Märkte verteilt sind. Das heißt, ein neues Sanitätshaus zu kaufen oder zu gründen, bringt nicht viel, weil dann keine Kunden kommen. Die sind ja alle schon verseucht. Also ging es nur darum, zu skalieren im Zuge der Entwicklung von online, online. Mhm. Das ist der riesige Markt, der einem offen ist, nicht nur in Hamburg, nicht nur in der Innenstadt, sondern bundesweit zunächst wegen der Regulierung dieses Marktes, weil man Hilfsmittel eben umsonst bekommt durch Rezept. Dafür haben wir uns gleich zu Anfang auch strategisch dazu entschieden, in der Hamburger Innenstadt ein Store, also ein Sanitätshaus auch zu eröffnen und das eben auch bewusst modern zu gestalten, eben einen Ort zu schaffen der Wertschätzung und nicht, dass ich komme da an und fühle mich krank, sondern wir haben ganz bewusst auch gesagt, wir möchten auch von anderen Branchen lernen. Und hier lernen wir daraus, dass ein Store auch ein modernes Konzept verfolgt, dass man Online-Termine vereinbaren kann, dass es einen Kundenservice gibt und dass der Kunde eben im Mittelpunkt steht und dass es eben eine wesentliche strategische Entscheidung in unserem Unternehmen, dass wir alles nach dem Kunden ausrichten und so eben auch in der Online-Einlagenversorgung. Und hierfür sind wir eben in den direkten Austausch mit den Krankenkassen getreten. Und die Krankenkassen, unter anderem die Barmer, waren eben dort auch sehr ambitioniert, hier einen Mehrwert für ihre Versicherten zu schaffen. Zu sagen, wir bieten moderne Services, wir als erster Kostenträger sorgen dafür, dass unsere Versicherten auch über einen modernen Weg mit Einlagen in diesem Fall versorgt werden können. Was ja passiert ist, und das finde ich wirklich enorm, ist, die Barmer hat mit ihnen kooperiert und es gab danach wirklich hartnäckigen Widerstand, müssen Sie sich alle vorstellen. Es gab von der Bundesinnung wirklich eine geharnischte Stellungnahme dazu. Es gab viele Fachverbände, die sich dem angeschlossen haben. Also wenn man das liest, dann denkt man, die hacken den Leuten die Füße ab, statt irgendwie die Fußfehlstellung in irgendeiner Form zu therapieren. Das war ja das, was wir provozieren wollten. Natürlich, das ist ja fernab von jedem Weg, den man kennt in dieser Branche. Normalerweise sprechen Sanitätshäuser nicht direkt mit Krankenkassen, sondern man spricht mit der Innung oder mit GKV-Spitzenverbänden und dann kommt es irgendwann bei den Krankenkassen an. Und das war ein totales Novum, dass so ein kleines Unternehmen, ein kleines Sanitätshaus, alle haben uns immer belächelt, ja, ihr mit eurem modernen Store, macht mal, wenn ihr in 2 Jahren, wenn es euch dann noch gibt, dann gucken wir vielleicht, was wir uns von euch abgucken können. Und dieser Schritt mit der Barmer und diese Veröffentlichung zu treten, das hat alle aufgebracht. Und die haben nie gedacht, dass wir so weit gehen. Und viele haben uns applaudiert und gesagt, Wahnsinn, das hätten wir nie gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Und das hat auch so für so einen Überraschungseffekt gesorgt. Und ja, der Vertrag ist jetzt pausiert, aber das hat letztlich auch dazu geführt, dass wir jetzt ernsthaft mit dem medizinischen Dienst der Krankenkassen und dem GKV-Spitzenverband und der Barmer an einem Roundtable zusammensitzen und darüber nachdenken, wie dieses Hilfsmittelverzeichnis modernisiert werden kann. Es ist einfach das Moment des Bewahrenwollens ganz dominant und das ist extrem in dieser Branche gestärkt durch die gesetzliche Regelung. Und diese Erfahrung hat mich
nie davon abgebracht zu sagen, das kriegen wir durch, weil es völlig offensichtlich ist, dass die Digitalisierung in dieser Branche kommen wird. Keiner weiß, wann die Gesetze geändert werden, aber eins wissen wir, sie werden geändert und eher in den nächsten Jahren als in den übernächsten Jahren.